Die diesjährige Ferienfahrt der Nutzfahrzeug-Veteranengemeinschaft machte an den Hessenhallen Halt. 35 LKW-Oldtimer legten für 4 Stunden einen Stopp ein, während die Teilnehmer der Tour Gießener Sehenswürdigkeiten wie das Mathematikum besichtigten. Fahrzeug- und Technikbegeisterte konnten während dieser Zeit die stattlichen LKW vergangener Jahrzehnte bei kostenlosem Eintritt in Augenschein nehmen. Angefangen beim kleinen Opel Blitz von 1941 bis hin zum großen Sattelzug der späten 70er Jahre. Vertreten waren nicht nur LKW von so bekannten Herstellern wie MAN, Mercedes-Benz oder Renault, sondern auch Fabrikate von beinahe vergessenen Herstellern wie Henschel, Krupp, Magirus Deutz oder Borgward. Die Besucher auf dem Freigelände an den Hessenhallen nutzten die Gelegenheit, sich jedes Detail an den Fahrzeugen genau anzusehen. Ehemalige Fahrer der Lastwagen schwelgten mit Kollegen in Erinnerungen und fachsimpelten über die Vorzüge, aber auch die Tücken der verschiedenen Modelle. Der Verein Nutzfahrzeug-Veteranengemeinschaft setzt sich für den Erhalt historischer Nutzfahrzeuge ein und vertritt die Interessen der Eigentümer von LKW-Oldtimern bei verschiedenen Stellen. Die Ferienfahrt endet am 5. August in Fulda.